Halt! Sackgasse! Was willst du von mir? Was ist denn hier mein Ziel? Einfach durch die Gegend latschen? Hä, sind wir in einem Raumanzug oder was? Oh! Jo, wir sind in so einem Anzug. Ist das hier das Ende von Interstellar? Jo, ich bin voll lost, ne? Also, ich finde auf gar keinen Fall mehr zurück, nur damit ihr Bescheid wisst. Falls das irgendwie Ziel von dem Spiel ist... No way, Jose. Okay, ich höre was. Ja, unangenehm trifft's, ne? Was ist los mit dem Spiel? Scheiße, ich habe irgendwas gedrückt. Was ist jetzt passiert? Are you kidding me? Das war übelst gruselig. Subtiler Horror? Ich habe einen Herzinfarkt bekommen. Von 0 auf 3 Trillionen, Junge. Cherry, das ist so ein Spiel. Das nennt sich The Backrooms irgendwas. Und das wird total gehypt, so auf Social Media. Du läufst hier random durch so Flure. Und triffst auch total random auf random Entitäten. Die Entität gerade, die hat mir absoluten Herzinfarkt verpasst. Aber ich weiß nicht, wann man auf die nächste Entität trifft. Beziehungsweise, die hat mich gekillt. Weiß nicht wie, aber ich bin gestorben. Ich glaube, weil ich die berührt habe. Also du hast bestimmt schon mal irgendwie in Social Media, TikTok, Instagram oder so Clip gesehen, wo diese Backrooms gezeigt werden. Ich dachte, ich habe was gehört. Das war meine Taschenlampe. Entitäten. Ententitten. Ja, ja. Entenuniversitäten. Quack. Der Entität, der ich gerade begegnet bin, die hat mir echt... Also, puh. Es war plötzlich sehr laut und ich konnte das Geräusch auch nicht wirklich identifizieren. Es klang wie ein Schreien oder so. Aber jetzt passiert wieder gar nichts, ne? Ich habe auch ehrlich gesagt das Konzept von der ganzen Geschichte noch nicht verstanden. Es macht mich neugierig auf jeden Fall. So, das hier zum Beispiel. Da hat mich meine letzte Identität erwischt. Also an so einer Stelle. Bist du da? Ah, ich hab Angst. Der war so laut, Leute. Das war ich selber. Der war so laut gerade. Hä? So, guck mal, Mapsy 2000. Das klingt doch schon viel besser als 9000. Oder was das gerade war. 8000. So fängt das Spiel übrigens an. Wir sind hier in so einer Art, Keller. Und hier liegen so ein paar, ich schätze mal, das sind Kollegen. Und ich glaube, die sind tot. Und deren Augen sind so richtig creepy. Das seht ihr nicht. Aber das Weiße ist schwarz.
Seht ihr das? Das Weiße ist schwarz und die Pupille, oder die Iris, meine ich, ist gelb. Ekelhaft. Ja. Hier ist dann auch nochmal so eine Casting-Couch. Wo mir die Kamera fehlt. Und das Model. Ansonsten ist es das. Ja. Da stehen nochmal die Mission Objectives. Aber ich kann nicht irgendwie interagieren oder so. Nix. Wie weit man auch gucken kann, ne? Das ist dasselbe von vorhin. Stimmt, mein Magen klingt wie ein... Oh! Wow, da ist er. Er hat sich bewegt. Ich sehe den, aber das ist nur so ein... Das ist nur so ein schwarzer Strich. Was macht er denn da? Von hier sieht man den. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Der will da in seiner Ecke chillen. Das Problem ist, wenn ich ganz nah rangehe, dann tötet der mich, Leute. Dann sterbe ich. Worum geht es eigentlich in diesem Spiel? Oh, Melo, das ist so eine Frage. Chat hat es versucht zu erklären, aber ich steige da nicht hinter. Und es passieren random Dinge. Entschuldigung? Ah, das ist einfach nur so ein fucking Smiley! Alter, ich dachte, da lauert so ein krasses Biest in den Shadows, ne? Wow! Mit wie wenig Effort man gruselig sein kann. Ist das einfach nur so ein Smiley? Das ist ein Smiler? Ja, aber der ist doch voll... Also so ist der gefährlich, klar, so. So ist der noch super creepy. Weil du denkst, da ist ein fettes Vieh in dem Flur. Ja, das ist einfach nur so ein Ansteckbutton. Da ist er. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Fuck off! Nein, Sackgasse! Was willst du von mir? Ein Schritt zu viel gemacht. Oh, nee. Was ist das für ein Typ? Kennt ihr noch von früher diese Schreibtischdekoration beim, zum Beispiel beim Zahnarzt oder irgendwie beim Doktor oder so? Das waren so aus Schrauben und aus Muttern, aus Metallteilen zusammengebaute
Figuren, die toll aussehen sollten. Daran erinnert er mich irgendwie, ne? Also ich würde vorschlagen... Ein anderes Muster. Junge, glitsch da rein. Das ist eine andere Tapete. Wie low die Standards sind, wenn man so ein Spiel spielt. Eine andere Tapete. Ah, muss da rein. Aber geht nicht. Ich komme da nicht rein, verdammte Hacke. Eine schöne neue Welt. Das ist der Manila-Raum? Was? Wie greift die Wand an? Womit? Manila! Oder Manila, sagt man. Ey, das ist so... Ich bitte dich, Dude. Ein Schritt nach links und du bist durch. So fett bist du nicht. Oh nein, ey. Der Traum vom Manila-Raum. Aber dann würde ich direkt, mit... Okay, da ist er. Kommt er einfach aus dem Nichts? Ey, wie kann man nur so creepy sein, Leute? Fuck off. Fuck off.